Es gibt einige Dinge, die du für mich erledigen musst. Dinge, die du nicht verstehen wirst und die du nicht verstehen willst. Aber bitte, begehe nicht dieselben Fehler wie einst ich. Mein Vater, Howard, verließ mich, bevor ich geboren wurde. Als meine Mutter starb und ich kurz nach ihrer Beerdigung einen Brief erhielt, schien mein Schicksal besiegelt. Blind tat ich das, was ich zu tun für richtig glaubte. Aber dies war alles ein Trugschluss. Des Menschen Natur besiegelte meinen Untergang. Mein Name ist Philip. Wenn wir Glück haben, dann bin ich bereits tot, während du diesen Brief liest. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, dann gehen wir alle zugrunde. Frictional Games, die Macher von Amnesia. Penumbra im Halbschatten, Episode 1. Meine Geschichte begann im Februar 2000. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für zwei Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor 3 Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gescharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. Ja, und damit willkommen zu Penumbra. Die Tech-Demo habe ich ja damals schon gespielt und jetzt wollte ich endlich mal das richtige Spiel spielen. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann ich mit Maus links aufnehmen und genau betrachten mit Maus rechts. Nun gut. Mit Maus links angucken, Landkarte. Ich bin mir sicher, dass diese Karte bereits seit einem Jahrzehnt veraltet ist, aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell. In solch entlegenen Orten wie Grönland, deshalb werde ich mich schon hier zurechtfinden. Ja, bla. Ein Buch, was ist mit diesem Buch? Habe ich es eingesteckt? Ein Notizbuch mit N, aha. Und Erinnerungsschreiben, P, also N. Und P. Ja. Kennt man ja auch schon irgendwie halbwegs aus Amnesia. Ich glaube, meine Taschenlampe in die ich habe meine Taschenlampe neben dem Bett gelegt. Diese kann ich öffnen, indem ich Maus links benutze, die Maustaste gedrückt halte und die Maus dabei bewege. Hä? Ach so, natürlich, da wird erklärt, wie die Schublade geöffnet wird. Was ist das? Hui! Haha! Ich halte nicht viel vom Whisky. Das ist einfach nur eine Dose. So, in die Schublade wurde was gelegt, meine Taschenlampe. Ja, da ist sie. Die Taschenlampe kann ich über das Inventar Tab ein- und ausschalten oder mit der Abkürztaste F. Wie Amnesia die Laterne. Jetzt muss ich nur kurz eine Sache gucken.
Taschenlampe braucht Batterien. Das heißt, er muss sich auch sparsam damit sein. Und will da nicht allzu schnell verbrauchen. 50% Energie habe ich übrig. Was ist das? Ein Playboy-Poster. Schön, dass sich einige Dinge niemals verändern werden. Die Fotos kann ich allerdings nicht angucken. Ich kann mich bücken. Na, die Dame ist aber noch genug bekleidet für ein Playboy-Poster. Ein Foto von der Frau des Fischers. Sie war zwar nicht das Playmate des Jahres, aber sie machte einen liebevollen und freundlichen Eindruck. Na denn? Was ist mit dem Bett? Ziemlich muffig. Zum Glück komme ich hier bald raus. In diesem kleinen Raum habe ich gegessen, geschlafen und nun alles Mögliche gemacht. Und zwar wochenlang. Wie lange bist du den Boot gefahren, mein Junge? Kann ich jetzt auch wieder aufstehen? Ah, natürlich, gut. So, Stuhl zur Seite rutschen. Ich will mal gucken, ob da was ist. Der Geruch nach zu urteilen, wird diese Kiste entweder als Stauraum für persönliche Dinge benutzt, oder aber es steckt ein totes Tier da drin. Kann man das denn öffnen? Stauraum für persönliche Dinge, würde ich mal eher sagen. Und Alkohol ist wieder hier am Start. So. Oh, ein Bullauge. Das gucke ich mir gleich an. Was ist denn das? Mein liebster Eric, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut alleine lässt. In der Kiste am Fußende deines Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb du ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf keine lange Sicht keine Erholung haben. Aber was weiß eine Frau eines Fischers schon vom rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen weg wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhose habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn zu machen scheint. Du wirst sicher schon bald mit allen öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Henriksens aus dem Dorf wollten wissen, ob du ein paar Forellen mitbringst. Könntest. Ich sagte ihnen, dass die momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du doch welche fangen solltest, behalte sie und lege sie auf Eis. Ich werde dir sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten, um deine Rückkehr zu Gebühren zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Liebesfrau eines Fischers, jawohl. So, ein Eimer. Rettungsring und das Bullauge wollte ich mir angucken. Irgendwo da draußen muss Land sein und die Antwort auf meine Fragen. Gut, was haben wir sonst noch hier? Eine Jacke, ein Rucksack, mit dem wir jetzt gerade nichts machen können. Ah. Reise immer mit einem Vorhängeschloss und einem passenden Schlüssel, wenn möglich. Meiner ist im Inventar. Drücke Tab. So, wir haben also einen Schlüssel für dieses Ding. Was haben wir da drin? Das könnte nützlich sein, falls die Batterien der Taschenlampe zur Neige gehen. Ich könnte über mein Inventar darauf zugreifen oder über das entsprechende Tastenkürzel G. So. Oh, gut. Batterien habe ich jetzt auch noch bekommen. Gut, dann jetzt ab durch diese Tür. Doch während ich vom Boot stieg, um mir meinen Weg durch die schneidenden Schneestürme zu bahnen, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein von Wunsch erfüllt war, mehr über meines Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde. Doch schon bald, würden sich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verlor. An die Eiseskälte und die Angst vom Erfrieren. Kann mich jedoch nicht genau sehr gut erinnern. Ich musste irgendwo Schutz suchen. Und zwar schnell. Oh, dieses grelle Licht. So. Es ist zu kalt und ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht. So. Da kommen wir natürlich nicht zurück. Wir sind jetzt in der Arschkälte. Meine Taschenlampe kann ich hier nicht zünden. Ist okay, ich kann meine Taschenlampe hier nicht zünden. Warum auch immer. Schadet mir die Kälte? Steine.
Oh, ich kann sie bewegen. Statt aufzuheben. Die Kälte hat mich zwar geschwächt, ich kann halt immer noch Dinge werfen und Mauer zu hören. Hui! Das habe ich schon mit Flaschen bewiesen, dass ich das gut kann. So. Sackgasse, was zur Hölle ist das? Egal. Ich benötige dringend eine sichere Zuflucht. Schaut aus wie eine zugerührte, verdammt. Ich brauche, das habe ich mir notiert. Was hast du denn notiert? Persönliche Einträge. Es kann nicht sein, das Eis ist zu dick. Ach, dafür brauche ich den Stein. Dann komm mal her. Komm her, Steini. Breche mir das Ding da auf. Mit einem gezielten... Haha, sollte gehen. Nur kurz gucken. Nein, Kette scheint mir immer noch nichts auszumachen. Okay, dann heißt es jetzt wohl das Ding hier aufdrehen. Ich komme nur mit kleinen Schritten voran. La, 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 la. Wirst du jetzt wohl das Ding hier aufdrehen? Andere Richtung. Oder drehe ich doch falsch? Ah. Jawohl, endlich. Ah, aufklappen auch noch. So. Inventar sieht immer noch unverändert aus. Ich steige ab. Da hat's Bums gemacht. Ich habe ein Flüstern vernommen. Herrje, mein Kopf, ein Wunder, dass ich diesen Sturz heil überlebt habe. Dem Himmel sei Dank. Obwohl ich, wenn ich mich hier umschaue, wo bin ich hier? Oh, da ging die Leiter zu Bruch. Ja, wo sind wir hier? Fässer. Kann ich verschieben. Okay. Was ist das? Leere Munitionskisten. Was ist das für ein Ort? Ich möchte die Taschenlampe eigentlich noch nicht direkt einschalten. Oh, ein Deckel. Was ist denn da? Was hat es damit auf sich? Eine Metallstange? Leuchtsignal. Kann immer wieder nützlich sein. Ist hinter den Fässern hier auch noch irgendwas? Kann ja nicht schaden, wenn ich gucke. Noch ein Leuchtsignal. Ja, umschauen lohnt sich. So. Das ist ein Stück normaler Holzbretter, mit dem kann ich nichts anfangen. Hm. Ach, jetzt kann ich die Tür auch angucken. Eine Holztür. Hoffentlich ist sie nicht verschlossen. Sie klemmt. Irgendetwas blockiert den Weg. Was ist mit dieser Tür? Eine normale Holztür. Oh, noch ein Leuchtsignal. Was ist das? Nichts, das ich einstecken könnte. Aber es macht schön Krach beim Fliegen. Noch mehr leere Munitionskisten, oder? Ja. Hier hinter scheint nichts zu sein. Hm. Das ist jetzt aber dann ziemlich blöd. Wobei... Sieh da, schau an. Obwohl die Bretter ziemlich alt sind, lassen sie sich nicht mit bloßen Händen beseitigen. Guck an, ein Hammer. Ich schätze, mit Maus rechts gedrückt halte. Ja. Gut, ich bin jetzt mit einem Hammer ausgerüstet. Dieses Loch wurde vor langer Zeit zugebrettert. Das Holz schaut ziemlich verrottet aus. Na? Ich dachte, ich hau jetzt zu mit dem Hammer. Wirst du wohl. Ah! Verstehe, ich muss selber hier mit der Maus schwingen, um da durchzukommen. Wow,
ist er jetzt eben mal kurz. Was war gerade? So, Hammer, wir haben wieder eingesteckt. Was? Warum beendet sich das Bild hier die ganze Zeit? Verzerrt sich? Oh. Rechts oder links? Ich will erstmal rechts.